zufällig wiederum. Und ja, liebe Besucher und Besucherinnen der Grünen Akademie und liebe Last-Minute-Eingreifende. Es geht nicht um eine Last-Minute-Reise, es geht um eine Reise in ein hochinteressantes und hochkomplexes Land mit einer fast unendlichen Geschichte. Das Land ist Israel und der Christian war gemeinsam mit einer Gruppe in Israel und hat sich das Land angeschaut und wird uns heute ein bisschen was erzählen, wie Israel aus seiner Sicht denn so ist und wie man mit dem Land Kontakt aufnimmt und wie man mit dieser Komplexität umgeht. Ich würde einfach bitten, Christian, dass du uns mitnimmst auf eine interessante Reise. Das kann ich machen, ja. Ja, freut mich sehr, dass ihr gekommen seid. Wie der Thomas schon gesagt hat und jeder, glaube ich, weiß, Israel ist ein sehr besonderes Land. Ich habe mir eigentlich gedacht, obwohl das ein bisschen mystisch gerade wäre, wenn man in völliger Dunkelheit reden würde, aber irgendwie hätte ich mir das gewünscht, dass man sich wirklich konzentriert, weil ich glaube, dass Israel, das ist nicht ein Land wie Slowenien oder Österreich, sondern das hat für mich zumindest auf jeden Fall eine ganz große Bedeutung. Und jetzt habe ich nur dieses Lamperl da mit deinen Notizen sehe. Ich hätte auch eine Kerze, das wäre vielleicht auch schön gewesen. Aber ich bitte euch wirklich, dass ihr euch auch konzentriert. Ich habe mir das so vorgestellt, ich erzähle einfach das, was ich mich erinnern kann, was ich in dieser Reise, während dieser Reise gesehen, gehört und gedacht habe. Und ich weiß natürlich, dass das hier eine politische Akademie ist. Das Politische spielt eine große Rolle, auch hat bei dieser Reise eine große Rolle gespielt. Aber für mich war nicht das Politische das Motiv, dass ich jetzt nach Israel fahre und die politischen Verhältnisse und vor allem die gefährlichen Auseinandersetzungen um das Land zu untersuchen, sondern eigentlich schon, ich habe mir gedacht, Jerusalem, jeder Jude oder jeder Christ muss doch mindestens einmal in seinem Leben in Jerusalem gewesen sein. Denke ich mir und der Meinung bin ich eigentlich noch immer. Und ich bin überzeugt, dass nach diesem Abend die, die noch nicht dort waren, auf jeden Fall dorthin reisen werden. Ich möchte eigentlich ganz einfach und profan sozusagen beginnen. Angefangen hat es, ich habe mich gefragt, womit fange ich denn an? Ja? Und ich möchte euch etwas über mein Leben erzählen, weil warum will gerade ich nach Jerusalem und einige von euch denken gar nicht daran. Aber ich habe einmal mit dem Anthony Scholz im Café Promenade sind wir dort gesessen und der Anthony wird ja dann anschließend meine Kommentare oder meine Bemerkungen zu dieser Israel-Reise kommentieren. Er hat diese Reise organisiert. Ich hätte selber, glaube ich, wäre ich nicht dorthin gekommen. Ich weiß nicht warum, ja, warum ich nicht selber, aber und ich glaube, es hat 1,5 Jahre gedauert, bis das die Reise endlich stattgefunden hat. Es war eigentlich eine, meiner Meinung nach eine ganz einfache Tourismusreise. Aber weil ich kein einfacher Tourist bin, habe ich mir auch keine einfachen Gedanken gemacht und über diese Gedanken möchte ich auch erzählen. Aber vorher möchte ich auch noch eben erzählen, was ich für einer bin und warum ich nach Jerusalem will. Weil ich hätte eigentlich, wenn es jetzt nicht in der Grünen Akademie gewesen wäre, hätte ich eigentlich gesagt, meine Reise nach Jerusalem, weil Jerusalem war eigentlich mein Ziel und weniger Israel. Und meine Reise hat eigentlich 1948 begonnen, in dem Jahr, in dem ich geboren bin. Und damit fängt eigentlich schon vieles an, ja. Wir alle wissen, dass 3 Jahre vor meiner Geburt ein schrecklicher Krieg gewütet hat, von dem ich eigentlich, wie ich als Kind und Jugendlicher war, nie was mitbekommen habe. Außer, dass es Soldaten gegeben hat, die nur eine Hand oder ein Auge, so wie mein Vater, gehabt haben. Also ich bin in eine, nicht in die schrecklichste Zeit hineingeboren, sondern in eine Zeit nach der schrecklichsten Zeit. Und wir alle wissen, wie schrecklich diese Zeit vor allem oder auch für die Juden war.
und bin dort wie alle Kinder, kann ich mich zwar nicht erinnern, getauft worden. Und bin dann, das kann ich mich schon erinnern, zur Erstkommunion gegangen. Ich erzähle das deshalb, weil ich mit dieser Geschichte, mit dieser Reise nach Jerusalem, für mich war das so ein Abschluss einer, sagen wir, eines kindlichen Glaubens, als, ich weiß nicht, wie alt ist man, 8 Jahre, glaube ich, wird man, die Mädchen werden Bräute Christi und der Bub wird Bräutigam, weiß ich auch nicht, wie das genau ist. Ich erzähle euch solche Geschichten, weil das ist eigentlich die jüngsten Erinnerungen in Glaubenssachen. Und wie jedes Kind habe ich wie ein Kind geglaubt. Und ich kann mich noch vielleicht mit dieser Geschichte, die habe ich nämlich auch beim See Genezareth erzählt. Ich habe dort damals eine 4-jährige Beziehung gehabt mit einer Mitschülerin in der Volksschule, eine fixe Beziehung. Und sie war die Braut und ich war der Bräutigam und ich habe gedacht, wir beide heiraten, aber ich glaube, sie hat geglaubt, sie heiratet Jesus Christus. Und das war irgendwie komisch, weil ich war eigentlich sehr glücklich, dass ich da, ich war zum ersten Mal in meinem Leben einen schwarzen Anzug angehabt und sie hat ein weißes Kleid angehabt. Und ich habe mir gedacht, sie ist genauso glücklich wie ich. Und ich glaube so 40 Jahre später habe ich sie wieder getroffen im Zug nach Salzburg. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie das der unglücklichste Tag ihres Lebens war. Aber nicht wegen mir, Gott sei Dank, sondern weil, also das war so üblich und ist, glaube ich, jetzt noch immer so üblich, dass man weiße Schuhe hat. Und es war ein sehr armes Mädchen und ihre Mutter konnte keine weißen Schuhe kaufen, also sie hat schwarze Schuhe gehabt und das hat sie so schrecklich gefunden, dass sie das einzige Mädchen war mit weißen Schuhen. Ich erzähle das deshalb, was glaubt man als Kind und wie entwickelt sich dieser Glaube? Ich glaube, dass ich vielleicht noch dieser Tag, die Erstkommunion-Tag, der war sicher sehr prägend, also das eine, dass ich mit meinem geglaubt habe, ich vermähle mich da mit meiner Freundin, obwohl der Pfarrer wahrscheinlich geglaubt hat, ich weiß nicht, was man wird, wenn die Braut Christi wird, gut, das können wir vielleicht nachher darüber diskutieren. Auf jeden Fall ist dort das erste Wunder passiert, damit ihr seht, dass ich kein einfacher Tourist bin. Ich bin dann nach dieser Erstkommunion auf den Fußballplatz gegangen und bin dort von einem Hund gebissen worden. Am Erstkommuniontag. Das muss man sich einmal vorstellen. Ja. Aber das Komische war, eigentlich, dass ich nicht geblutet habe. Also man wird gebissen und blutet nicht. Und als Kind glaubt man natürlich, man ist auserwählt. Ich weiß nicht, habe noch keine medizinische Erklärung dafür bekommen, weshalb das so ist. Ich komme auf diese Wunder oder auf den Wunderglauben wieder zurück, wenn ich in Gedanken wieder die Via Dolorosa raufgehe. Deshalb sehe ich das auch. Also ich habe als Kind geglaubt, wie alle Kinder, kann man auch drüber reden. Und dann plötzlich mit 16 Jahren, das war also 1964, habe ich überhaupt nichts mehr geglaubt. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Meine Mutter war ziemlich katholisch und mein Vater war sozialistischer Bürgermeister. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist doch alles ein Blödsinn, was die Religion da sagt, das gilt ja alles nicht für mich. Und dann bin ich als 16-Jähriger nicht mehr in die Kirche gegangen, bis dorthin eigentlich regelmäßig jeden Sonntag, mehr oder weniger gern. Und das war auch einschneidend, weil in den, also 1964, 1966 haben wir dann die berühmten 68er Jahre begonnen. Und wer 1968 noch immer was geglaubt hat, der war eigentlich ein bisschen unten durch damals. Auf jeden Fall, ich bin dann 1969 nach Amsterdam gegangen und habe sozusagen diese 68er dann in der Folge miterlebt und habe einmal eine Alternativschule gegründet. Und dort haben wir eine Anzeige gemacht, wer will denn dort unterrichten. Und da hat sich ein katholischer Priester, der von der katholischen Kirche in Holland ausgeschlossen worden ist, gemeldet. Und er hat gesagt, er möchte da Religion unterrichten. Ja? In Alternativschulen ist das eigentlich nicht so gefragt. Da sitzt hier ein Alternativschullehrer, der Siegal,
Der hat gesagt, meine Tochter ist die Einzige, die noch Mitglied der katholischen Kirche ist, die anderen sind nicht mehr Mitglied einer Kirche. Und der hat mich dann auf ein Buch aufmerksam gemacht, das mir dann eigentlich ständig begegnet ist, die Geschichte des Judäischen Krieges von Flavius Josephus. Ich habe irgendwann einmal gelesen, dass in jedem bürgerlichen Haushalt in England im 17. oder 18. Jahrhundert es üblich war, dass es immer zwei Bücher gegeben hat in den Haushalten, nämlich die Bibel und dieses Buch. Und dieses Buch habe ich gelesen, kann ich mich nachher erinnern, auf der Fahrt nach Paris. Und da ist mir wirklich schlecht geworden vor Augen, im wahrsten Sinne des Wortes schwarz geworden vor Augen, weil der sehr, sehr, also man sagt so eine lineare Geschichtsschreibung, also nicht so mysteriöse Geschichten mit zentraler Kernpunkt Jesus Christus und seine Wunder, sondern er hat einfach beschrieben, wie diese jüdischen Kriege stattgefunden haben. Und wenn man das liest, man hat das Gefühl, oder ich habe zumindest das Gefühl gehabt, ich bin da auch selber dabei gewesen und es ist einfach wirklich schrecklich, was da passiert ist, also vor ungefähr 2000 Jahren. Deshalb habe ich auch diese Erzählung jetzt und diesen Reisebericht eben genannt, eine Reise durch 2000 Jahre lebendige Geschichte. Weil wenn man nach Jerusalem fährt, und wir haben ja da, sind gleich abgeholt worden von einem jüdischen Reiseführer, der das auch angeblich gelesen hat, bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich das Buch besser kenne wie er. Aber er hat das nicht, und nicht nur er, aber wenn man dort durch diese Stellen kommt, begegnet einem dieser Flavius Josephus auf Schritt und Tritt und überall, wo irgendwas einmal sich ereignet hat, ist eine Tafel und dann ist halt ein Zitat aus diesem Buch. Ich habe mir noch kurz gedacht, ob ich etwas vorlesen soll, aber das mache ich nicht, weil ich hoffe, dass nach diesem Abend alle dieses Buch kaufen und lesen, wie es damals gewesen ist. Und vielleicht etwas über den Flavius Josephus, dem bin ich ja sozusagen schon vorher begegnet in Form dieses Buches. Es gibt eine Auseinandersetzung zwischen innerhalb der Juden, und es hat es wie zwischen jedem Volk, und damals hat es eine Auseinandersetzung gegeben, wie Jerusalem besetzt worden ist, wie man mit den römischen Besatzern umgeht. Und ein Dogma, glaube ich, der Juden oder der damaligen oder vielleicht auch heutigen ist, eher sterben als unter fremder Herrschaft oder eher sterben als einem fremden Gott dienen. Und das ist wirklich interessant, habe ich interessant gefunden, ja. Das habe ich auch dort unten gelernt. Also der Flavius Josephus war selber einer, der gegen die Römer gekämpft hat. Und da waren 40 jüdische Soldaten und die waren umstellt von Römern. Und die haben keinen anderen Ausweg gewusst, wie in einen Brunnen hinunterzugehen. Und oben sind sozusagen die römischen Soldaten und unten sind die jüdischen Krieger. Er war, glaube ich, der Häuptling, der Hauptmann, und dann haben sie ausgemacht, also wir geben uns natürlich nicht, wir geben nie in Gefangenschaft, in Fremder, wir werden nie unser Haupt vor, ich weiß nicht, wie der geheißen hat, dieser römische Gott, der falsche, ja. Wir werden uns dem nie ergeben, und dann haben sie also, wie das öfter passiert ist, in solchen Situationen, sondern wir sind belagert hier und wir fangen dann an, ich steche den Martin ab, der Martin, nein, mich sticht dann wieder jemand ab, ja, und einer bleibt natürlich über. Und dieser einer, der übergeblieben hat, das war dieser Flavius Josephus. Und der hätte sich natürlich logischerweise jetzt selber umbringen müssen, hat er aber nicht gemacht. Und das finde ich interessant. Dass der es nicht gemacht hat, der berichtet dann, ich könnte jetzt gar nicht reden, nur weil er sozusagen das Dogma durchbrochen hat, dass eigentlich lieber sterben, alle müssen sterben. Das begegnet man öfter noch, vor allem in dieser Festung Masada. Alle müssen sterben, aber der Flavius Josephus ist nicht gestorben, hat sich selbst nicht umgebracht und ist dann sozusagen im Brunnen hinaufgeklettert, hat sich den Römern ergeben und ist dann ein ganz berühmter Sklave, oder ich weiß nicht, ob das überhaupt Sklaven waren, aber auf jeden Fall war er ein Angestellter von Titus
Und der Titus ist ja dann nach Jerusalem gekommen und hat in Jerusalem belagert. Und der Flavius Josephus hat alles aufgeschrieben, wenn man ihm glauben darf, im Vorwort alles sehr wahrheitsgetreu. Ja. Ich glaube es eben, weil es sehr glaubwürdig klingt. Und dieses Buch, ja, ich war auch nicht dabei, aber man kann ja ungefähr, zum Beispiel wenn in dem Parallelbuch der Bibel, wenn dort ein Wunder passiert, dann sind manche Dinge einfach schwer zu glauben, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Dass es so gewesen ist, wie der Flavius Josephus schreibt, zum Beispiel dieser Kampf der Sekten, die Sadduzäer, die Pharisäer und die Essener, das stellt er sehr, sehr glaubwürdig dar. Gut, das war sozusagen die Vorgeschichte. Ich bin froh, dass ich euch nicht sehe. Da sehe ich auch nicht, wenn jemand einschläft. Die Vorgeschichte bin also ich. Ja? Und ich bin dann mit dem Anthony und 15 anderen ins Flugzeug gestiegen. Und jeder, der nach Israel fliegt, der weiß ja, wie das ist. Man wird da sehr stark kontrolliert. Offen, ich habe blöderweise so ein Fläschchen mit Kernöl mitgehabt und bin ein bisschen verdächtig gewesen. Es hat mich wirklich ausgeschaut wie eine Bombe. Das ist dann auch natürlich untersucht worden genauestens, aber ich habe das eigentlich nicht so schlimm gefunden. Wie gesagt, ich habe, vielleicht merkt man das dann auch in der Erzählung, ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich fahre dort als Tourist hin und lasse alles über mich ergehen. Ich schaue mir das alles an, was der Anthony da vorbereitet hat. Und ich kümmere mich um nichts. Ja. Und wenn ich da untersucht werde, irgendwie, dann macht mir das auch nichts aus. Manche von der Teilnehmer haben sich irgendwie ein bisschen in ihrer Privatsphäre belästigt gefühlt. Ich verstehe das auch, die Israelis sind natürlich irgendwie im Kriegszustand. Ja? Und ich verstehe, dass die Angst haben, dass irgendjemand da was macht. Und wir sind dann dorthin geflogen, dann wie jeder Tourist in ein Hotel dort. Und am nächsten Tag habe ich schon die erste Ausnahme gemacht, weil die Touristen, die sind dann gleich wohin gefahren, in eine historische Stätte. Aber jetzt kommt der politische Teil, über den ich natürlich auch reden möchte. Ich habe, oder die Grüne Akademie hat einmal einen Herrn Moshe Zimmermann, Zuckermann eingeladen. Zimmermann gibt es auch, aber den Zuckermann, den haben wir eingeladen. Und der hat hier auf der Universität vor relativ vielen Interessierten eine Analyse gegeben des Zustands in Israel. Und was ich mich erinnern konnte, hat er eigentlich keine Lösung gehabt für diese Konflikte mit den Palästinensern. Und ich habe also mit ihm ausgemacht am ersten Tag, er konnte nur an diesem Tag mit ihm zu reden. Ich habe dann mit ihm 3 Stunden geredet, er hat mir irrsinnig viel erzählt. Der Zuckermann, der ist Professor für Soziologie in Tel Aviv und ist, glaube ich, schon einer der führenden Intellektuellen, vor allem der Opposition zur israelischen Regierung, die ja bekanntlich, eine meiner Meinung nach schon sehr riskante oder aggressive Außenpolitik macht. Ja. Und der Zuckermann, der kritisiert diese Politik und wenn man in Israel ist, mit wem man auch redet, die Bedrohung durch den Iran, dass die Raketen schicken und Tel Aviv auslöschen, das ist allgegenwärtig. Also ich habe nicht mit vielen Israelis gesprochen, ich glaube so 4. Und, oder ja, näher ein paar so Bemerkungen, oder auch der Reiseführer, der ja auch ein Israeli war. Also alle fürchten, und vor allem die, die in Tel Aviv sind, die fürchten, dass bevor sozusagen die Israelis zuschlagen können, die Iraner zuschlagen und dann vor allem Tel Aviv auslöschen. Und dieses Trauma, dieses hingerichtet werden, dieses Wehrlos, das habe ich das Gefühl zumindest gehabt, der Anthony oder der Sigal, der ja dort 12 Jahre gewohnt hat und auch dort in diesem Zusammenhang gearbeitet hat, die werden da ihren Kommentar dazu geben. Also er hat mir eigentlich noch immer dasselbe gesagt, es gibt keine Lösung. Und er hat gemeint, eben es gibt ja nur, entweder man macht einen Staat und wenn man den Staat für immer teilt, dann ist eben das Problem, dass die besetzten Gebiete von so vielen Israelis schon bewohnt sind und schon seit Jahrzehnten, dass wenn man diese Gebiete räumen würde, dass es zu einem Bürgerkrieg in Israel kommen würde. Also das ist seine Befürchtung.
Und wenn das ein Staat wird, dass die Israelis die Befürchtung haben, dass sie sozusagen dann von den Arabern überherrscht werden, einfach aus demokratischen Gründen, weil es mehr Araber gibt oder geben wird. Und nach vielen schlaflosen Nächten bin ich auf die Lösung gekommen. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen seltsam, aber es geht nur mit einem Staat. Das ist es geht nicht, dass man dieses Land teilt. Darüber könnte man vielleicht auch diskutieren, aber mein Ding ist ja, dass ich über die Reise berichten möchte. Und ich habe also mit ihm lange geredet. Er hat wirklich sehr, sehr besorgt gewirkt. Er hat gemeint, also allen Ernstes, ja, also ich habe ja nie in einem Land gelebt, wo ich das Gefühl gehabt habe, auch wie die Slowenen da ein bisschen herumgeschossen haben, dass wir ist wirklich im Kriegszustand oder dass mein Leben bedroht ist. Und er hat wirklich gesagt, ja, Christian, es könnte sein, dass wir das letzte Mal hier einen Kaffee trinken. Er hat wirklich Angst gehabt. Und er hat das schon einmal mitgemacht, dass der Iran, er hat gesagt, die Israelis können sich nicht vorstellen, weil sie 3 Kriege geführt haben, die sie eigentlich alle sehr erfolgreich hinter sich gebracht haben, dass der nächste Krieg der letzte sein könnte und der nächste Krieg ganz andere Dimension annimmt, weil eben die anderen auch aufgerüstet haben und dass man vielleicht sogar gewinnt den Krieg, Tel Aviv zerstört ist und sein Leben. Er hat gesagt, wie beim letzten Krieg sind die Reicheren vor allem, haben alle schon fluchtartig Tel Aviv verlassen und er war der Einzige noch, der in seiner Wohnung gesessen ist, in seiner Wohnung. Wie gesagt, der Konflikt, also nicht nur mit Palästina, auch die Zeitungen sind ständig voll mit Diskussionen. Was sagt Obama, was sagt der Premierminister? Und wenn ihr wollt, dann können wir darüber reden. Also ich war zuerst in Tel Aviv, am Abend sind die anderen Touristen von anderen Städten zurückgekommen. Und am nächsten Tag sind wir nach Jerusalem gefahren und da ist mir aufgefallen, breite Autobahn, wo vielleicht als Grüner mir aufgefallen ist, dass, ja, mir ist es nicht aufgefallen, aber der Reiseführer hat mich darauf aufmerksam gemacht, diejenigen, wo 3 Menschen im Auto drin sitzen, die dürfen auf der schnellsten Spur fahren. Ja. Das haben die so geregelt, das ist eine Umweltschutzmaßnahme, ja, dass die Menschen nicht immer allein zwischen Tel Aviv und Jerusalem hauptsächlich hin und her fahren, sondern wir sind dann in Jerusalem. Wo wir hinten sind, noch ein paar Stühle. Also Jerusalem. Die Erzählung interessiert, ich bin eigentlich nicht gewohnt, so lang zu reden. Ja, ich war schon früh mit dem Lehrer, aber da hat mir noch 20 Minuten schon immer. Aber ich habe bei den Nachbarn ich erzählt, was ich dort erlebt habe, und das hat ungefähr 1,5 Stunden gedauert. Das hat mich selber verwundert, dass man so lange über diese Reise reden kann. Ich weiß nicht, wie lang das wird. Ja. Also Jerusalem, und wir sind in Jerusalem angekommen. Und der erste Weg war da zum Ölberg, wo Christus angeblich Blut geschwitzt hat. Dort steht auch noch ein Ölbaum, der so ungefähr so alt ist. Die haben dann gerade die Bäume beschnitten und jeder der Teilnehmer hat sich so 2 genommen. Aber auch ein paar mitgenommen, die denen ich geschenkt habe. Wenn ich wusste, dass ich hier referiere, hätte ich euch allen einen Ölzweig vom Ölberg geschenkt. Hätte jetzt vielleicht auch eine Freude gehabt. Auf jeden Fall hat mich das noch nicht so beeindruckt, der Ölberg, und sondern geht man so runter und eben überall, wenn man hingeht, wird man daran erinnert, dass irgendwann einmal Christus dort gestanden ist oder was gesagt hat, was wichtig ist. Und dann sind wir weitergegangen und dann die Via Dolorosa hinauf. Ich weiß nicht, ob ich alle Stationen dieser Reise genau noch im Gedächtnis habe, aber ich möchte einfach zusammenfassen, weil ich glaube, wenn ihr mit mir mitgeht durch dieses Land, dass ihr einen Eindruck bekommt.
wie das ist, ja, also Via Dolorosa raufen natürlich überall, Pilger, die Christus verehren. Und ich habe mir vorgenommen, das habe ich schon gesagt, am Anfang, ich mache alles mit. Ob ich dran glaube oder nicht, oder ob das wichtig ist oder nicht. Und das ist interessant, dass also auf dieser Via Dolorosa, also wo Jesus irgendwie sich einmal angehalten hat, angeblich bei einem Stein, weil er mit seinem Kreuz geschwankt hat, da halten dann alle Touristen die Hand auch hin. Man sieht da schon ein bisschen den Eindruck. Ich nehme an, der ist nicht von Christus, sondern von den vielen Touristen, die da auch hingegriffen haben. Ich habe auch hingegriffen, habe nichts Besonderes bemerkt. Aber irgendwie nimmt einen diese Stimmung, und das hat mich schon irgendwie beeindruckt, also dass es so etwas oder so jemanden wie Christus gegeben haben muss, das ist mir dort schon klar geworden. Und für die Juden oder für den jüdischen Fremdenführer ist Christus ja ein Mensch, der ein Prophet oder ein wichtiger Mann, also der hat auch so geredet, also nicht wie über den Sohn Gottes, sondern einfach ein Mensch, der dort Geschichte geschrieben hat, wenn man sich darauf einigen kann. Ja. Und das Interessante ist dann, also man geht dann durch und dort, wo Veronika das Schweißtuch ihm angeblich gereicht hat, dort ist dann auch wieder eine Station und dann dort, dann ist dort wieder eine Kirche. Also die Kirchen sind wirklich lustig. Wo sich Jesus Christus hingesetzt hat, dort steht eine Kirche. Und also der muss wirklich sehr großen Eindruck gemacht haben auf die Kirchen. Und dann geht man weiter, und dann kommt man eben zu dieser Grabeskirche. Und ja, das hat mich eigentlich schon auch beeindruckt. Ja, dass die Grabeskirche steht auf diesem Ort, wo Christus angeblich gekreuzigt worden ist und dann gewaschen worden ist und dann das Grab, wo er ist. Und es ist also ein großer Dom, und in diesem, wahrscheinlich die dort waren, kennen das oder haben schon gesehen. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich dann die Bilder zeige, aber die Bilder sind eigentlich heute ziemlich bekannt und ich hoffe, dass meine Worte noch nicht so bekannt sind. Und dann geht man eben dorthin und kommt da rein und sieht alle diese Gläubigen. Ja? Die, zum Beispiel, du kommst dann rein und da ist ein Stein und da ist dann so Öl. Und die Menschen, und vor allem Frauen, die nehmen dann ihre Tücher und machen das dann ölig. Ja, und das ist auch ganz gut geworden. Ich habe das auch gemacht. Ich sage, ich mache alles mit. Und das war irgendwie schon interessant. Also man macht, oder ich weiß nicht, wie die anderen erlebt haben, wie der Anthony das erlebt hat, man macht das mit. Manche haben eine große Skepsis, ob das jetzt wirklich so wichtig ist oder ob das so wirksam ist, weil ich nehme an, dass wenn die das Öl von wo auf dem Stein, wo Christus angeblich der Leichnam gewaschen worden ist, dass die dem auch eine gewisse Bedeutung und vielleicht sogar heilsame Kräfte zuschreiben. Das mit dem Heilsamen, also vielleicht etwas noch sagen darf zum Glauben. Wenn mich jemand fragt, glaubst du? Dann weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Wenn ich sage, ich bin gläubig, habe ich das Gefühl, ich werde missverstanden. Wenn ich sage, ich glaube nicht, werde ich auch missverstanden. Noch schlimmer wird es, wenn ich sage, glaubst du an Gott? Dann könnte ich auch nicht sagen, ja, ich glaube an Gott oder ich glaube nicht an Gott, weil ich einfach sofort glaube, dass ich missverstanden werde. Aber dieses Wundergläubige der katholischen Kirche, also das habe ich nicht. Aber deshalb haben vor allem der Anthony und ich, glaube ich, auch man macht dann Witze irgendwie, ja? Also wann passiert ein Wunder oder ja, auf jeden Fall für mich war das so. Und es sind natürlich auch Wunder passiert, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ja? Die wirklich großen Wunder, die ich dann erzählen werde. Also wir waren dann in der Grabeskirche und dann oben dort in der Nähe in einem ganz normalen Kaffee getrunken, Mineralwasser getrunken. Und dann sind wir zur Klagemauer gegangen und ja, da sind dann die Männer und die Frauen und die klagen dort oder tun diese Papierchen rein. Ich habe auch so ein Papierchen reingetan, der Wunsch ist fast in Erfüllung gegangen. Ich sage aber nicht, was wäre, weil dann kommt, geht er nicht in Erfüllung. Und das hat mich schon beeindruckt. Ich habe das immer das Gefühl, bei Menschen, ich kenne mehrere Juden und vor allem orthodoxen Juden, nicht, dass ich mit ihrem Glauben so
dass es meiner wäre. Irgendwie habe ich das Gefühl, die glauben wirklich. Obwohl bei vielen Katholiken glaube ich, die glauben gar nichts. Ja. Also mich hat das schon beeindruckt, mit welcher Hingabe die da ihre Gebete sagen. Und der Glaube, das ist vielleicht wichtig, politisch wichtig, der spielt in Israel eine entscheidende Rolle. Der jüdische Fremdenführer hat zum Beispiel gesagt, dass die ganz bestimmte Gruppen orthodoxe Juden, weil das irgendwie die Identität des Staates auch ausmacht, die kriegen so eben ein fixes Gehalt, die brauchen sozusagen nicht arbeiten, die müssen nur beten. die orthodoxen Riten eigentlich pflegen. Ja? Es ist sozusagen eine, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so habe ich das zumindest in Erinnerung. Und ja, bei der Klagemauer, und dann sind wir, glaube ich, ins Hotel gegangen. Und am nächsten Tag haben wir zwei Museen besucht, am Vormittag, und das hat mich auch sehr beeindruckt. Bei einem Museum ist dann die Jerusalem, die Altstadt, so in einer kleinen Form. Ja. Israel-Museum, ja. Und im Israel-Museum sind auch einige heiligen Schriften. Also das, man sagt ja, dass die jüdische Religion ist eine Buchreligion. Und das Buch und überhaupt der Geist und die Worte, deshalb auch wenig Bilder, das ist ja typisch, glaube ich, für die jüdische Religion im Gegensatz zur katholischen, die ja voll ist von heiligen Bildern und wogegen ich auch bin als Protestant jetzt. Okay, also das hat mich schon beeindruckt auch. Und da zum Beispiel bei diesen, der Flavius Josephus hat ja auch geschrieben, dass es drei Sekten könnte man sie nennen, oder drei religiöse Gruppen, die haben eigentlich gestritten, jeder hat seine Anhänger gehabt, eben die ist, es hat aber mehrere gegeben, aber die beschreibt er besonders, eben die Pharisäer, die Sadduzäer, die Essener. Und die Essener waren sozusagen die, glaube ich auch, ja, also, was ihr glaubt, aber dass das sozusagen die Vorfahren der Christen waren. Und auch manche behaupten, ja, Christus wäre ein Essener gewesen. Und diese Papierrollen, die sind eben dort ausgestellt. Und das hat mich schon auch beeindruckt, eben auch, dass dieser Flavius Josephus eigentlich die ganze Geschichte der Juden vor 2000 Jahren, man weiß ja nicht so viel. Also er hat eigentlich alles oder das Wesentliche geschrieben, ich weiß nicht, ob sonst noch einen anderen, ich kenne zumindest keinen anderen Historiker. Und anschließend, und das hat mich so fasziniert, eben diese 2000 Jahre Spanne, anschließend sind wir dann in das Museum gegangen, das Yad Vashem. Das ist eigentlich sozusagen, zuerst habe ich gehabt, das ist das Holocaust-Museum, ist ein anderes Museum, aber es ist dasselbe. Und das hat mich auch auf die Idee gebracht, das kommt vielleicht zum traurigsten Teil dieser Reise oder zum traurigsten Teil unserer Geschichte, diese Judenverfolgungen, die sich ja seit 2000 Jahren hinziehen und durch die Nationalsozialisten eigentlich einen dramatischen Höhepunkt erlebt haben. Und dort ist eben in diesem Museum, da geht man rein und dort gibt es dann 12 Kerzen und Millionen Spiegeln, hat man das Gefühl, weil die spiegeln alles und da werden nur, also sind 1,6 Millionen Kinder und Jugendliche ermordet worden und diese Namen werden dann genannt und die Geburtsdaten und wo sie gelebt haben. Und man muss sich dann so an einem Geländer festhalten, weil es ganz dunkel ist. Ja gut, und da hat man gesehen, also man geht eigentlich ein bisschen gerade von der Geschichte, der großen Geschichte Jerusalems beeindruckt, geht man durch dieses Museum und durch diese Einfachkeit, dass für jedes Kind sozusagen ein Licht und das plackert so und na gut, vielleicht könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Und dann geht man aber durch dieses Kindermuseum durch und anschließend ist ein ganz
wie soll ich sagen, fast ein bisschen konventionell, kann man nicht sagen, aber anders aufgebaut ist. Also dieses Kindermuseum, würde ich das sagen, das hat eben diese irrsinnige Wirkung, hat glaube ich alle gehabt. Und dort geht es dann so, da gibt es so, glaube ich, 4 oder 5 Stationen und da zeigt man einfach die Propaganda, das Ghetto, die Konzentrationslager und dann sozusagen der Aufbruch oder die Konsequenzen, die Juden gezogen haben auch. Ja. Und man kommt dann raus und dann sieht man eben vor sich Jerusalem. Ja. Das ist also irrsinnig beeindruckend, auch vom Architektonischen. Und ja, dort ist mir vielleicht was Entscheidendes bewusst geworden. Und solche Dinge, glaube ich, möchte ich schon sagen. Ich habe die Geschichte der Juden eigentlich immer als die Geschichte der Juden empfunden. Ich habe geglaubt, das ist die Geschichte der Juden. Aber es ist nicht die Geschichte der Juden, es ist soll ich das sagen? Es ist unsere Geschichte. Und das ist mir eigentlich dort bewusst geworden, in diesem Museum. Das war Jerusalem. Und anschließend sind wir dann zur Geburtsstätte von Jesus gefahren. Das ist ein bisschen problematisch, weil man dadurch Palästina fahren muss. Die jüdischen Fremdenführer, die dürfen da nicht mit und wird dann gewechselt und die bekommt dann ein gratis Kaffee und der dann nach Bethlehem. Der bethlehemsche Fremdenführer war ein ganz ein witziger Mann. Er hat viel Spaß gehabt mit uns. Er hat gesagt, dass er eine wissenschaftliche Arbeit gemacht und ist sich ganz sicher, dass auf diesem Ort, dort wo die Kirche in Bethlehem gebaut worden ist, dass ganz sicher ist, dass dort Jesus Christus geboren ist. Weil irgendwie hat jemand Sand drüber gestreut und das dann. Ich habe das nicht ganz glauben können, aber vielleicht ist es auch wirklich so. Dort habe ich, also der hat uns da wieder einen Hintergang, das ist vielleicht nicht so wichtig, aber interessant habe ich gefunden, eine Frau aus Palästina, die in Deutschland aufgewachsen ist, die hat eine Geschichte erzählt, die vielleicht anschließt auf die Kindergeschichte, die ich erzählt habe. Die hat gesagt, dass sie, also ist in Deutschland groß geworden, gibt es ja diese Kindergeschichten, dass der Jesus Christus in einem Stall geboren ist. Und sie hat gesagt, dass ihr Großvater gesagt hat, das sei so Blödsinn, weil damals haben die Leute dort eben in Höhlen gewohnt. Und die haben ihre Tiere auch in der Höhle gehabt und Maria und Josef sind sozusagen nicht vertrieben worden von irgendwelchen unfreundlichen Wirtsleuten. Und sie war immer die Maria in diesen, wie heißen die, Krippengeschichten. Und dann ist sie eben nach Krippenspielen, genau. Und dann ist sie nach Palästina kommen, der Großvater erzählte, dass das alles nicht stimmt. Das Mädchen sagt in Deutschland, das stimmt alles nicht. Und von dem Augenblick an durfte sie nicht mehr die heilige Maria spielen, sondern musste den Esel abgeben. So sieht man also, wenn man manchmal gewisse Wahrheiten anzweifelt, dass das nicht besonders gut ist, schon im Kindesalter. Gut, Bethlehem hat mich schon auch irgendwie beeindruckt. Die Palästinenser, die waren eigentlich. Manche haben im Auto Angst gehabt, ein paar Tage vorher sind dann mal Touristen mit ein paar Steinen beworfen worden. Die haben dann Angst gehabt, dass wir da auch irgendwie, aber ich habe eigentlich nicht das Gefühl gehabt, dass die irgendwas gegen Touristen haben, im Gegenteil. Ich glaube, dann sind wir wieder zurückgefahren nach Jerusalem und am nächsten Tag, muss ich mal nachschauen, Fahrt geht Richtung Süden, zum Toten Meer. Und das ist beeindruckend, weil das Tote Meer liegt 400 Meter unter dem Meeresspiegel und man hat wirklich das Gefühl, man fährt sozusagen unter das Meer. Ich weiß nicht, ich habe das nicht heraus.
stattgefunden, auch nicht untersucht, aber ich glaube, dass die, dass, ja, wann das war, dass das Meer zurückgegangen ist. Aber an der ganzen Landschaft sieht man, es ist, und das hat auch der Fremdenführer gesagt, man sieht, es ist alles altes, alter Meeresgrund. Und dann trifft man eben auf diese berühmte Festung Masada, wo Herodes einen Palast auch gehabt hat. Und also wenn man das sieht, Masada ist eine dieser Stationen in diesen jüdischen Kriegen, von denen er auch berichtet. Er berichtet auch von Masada. Und das ist also ein wirklich beeindruckender, riesiger Fels. Und oben auf dem Plateau gibt es eben eine Stadt. Und diese Stadt war eigentlich uneinnehmbar. Und ist aber dann von den Römern eingenommen worden. Und die Juden, die haben so, wie ich schon erzählt habe, von was der Flavius Josephus nicht gemacht, die haben gesagt, wir ergeben uns nicht, nur tot. Und da gibt es auch einen berühmten Film, den man gleich sieht, wenn man dort hineingeht, dass mit Peter O'Toole, als römischer Legionär, glaube ich, dass die kommen dann rein und alle Juden haben sich selbst umgebracht. Aber das Seltsame an der Geschichte ist, es hat nur eine Mutter und zwei Kinder haben überlebt. Und der Flavius Josephus hat wieder diese zwei, oder die Mutter hauptsächlich, befragt, was sich dort alles ereignet hat. Und das eigentlich die Überlebende, die hat dann wieder dazu beigetragen, dass ich euch jetzt auch erzählen kann. Ich will euch nicht erzählen, was sich dort alles abgespielt hat. Dann gab es tragische Dinge. Ja. Und also, dass immer ein Überlebender eigentlich dann berichtet, wie es war. Das war, also mich hat Masada sehr beeindruckt. Dann sind wir dann ans Tote Meer gefahren und dort haben ein paar dieses Naturphänomen, das man eben der Zeitung lesen kann, ausprobiert. Sind dann ein paar Zeitungen sind runtergegangen. Das ist doch nicht so einfach. Und dann sind wir zum See Genezareth gefahren und dort haben wir in einem Kibbutz übernachtet und da kommt sozusagen wieder das Politische. Ich vertrete die Meinung, dass Politische und das Religiöse nicht trennen kann. Für mich gibt es eigentlich nur Sätze, die werden religiös interpretiert und manche Sätze werden politisch interpretiert. Und diese Kibbutze, ja, das waren sozusagen mein Traum. Ja. Ich kann mich erinnern, 17, 18 wollte ich immer nach Israel, weil dort in diesem Kibbutz, dort hat man eben so gelebt, wie ich mir das vorgestellt habe, nicht in einer Kleinfamilie, in schrecklich langweiligen Schulen, sondern in Kommunen eigentlich. Und das war sehr interessant, da war ich sehr froh auch, da einer, der, glaube ich, so 80 Jahre, und der hat über seine 80 Jahre im Kibbutz-Leben erzählt. Und das war schon beeindruckend, also er war, habe ich gefühlt gehabt, ein sehr selbstbewusster und glücklicher Mensch. Er hat gesagt, er ist auch froh. Hat aber auch gesagt, dass in diesen Kibbutzen jetzt sozusagen auch dieses neue Denken, sage ich jetzt einmal, das Neoliberale, wenn man so will, Einzug hält. Und sie haben kürzlich eine Abstimmung gehabt, wo nur mehr 56% war dafür, dass man so weiterlebt. Ja? Also, dass alle gleich viel bezahlt bekommen und dass man sozusagen die Kibbutz-Struktur, die alte. Ja? Und es gibt, glaube ich, 400 Kibbutze und 200 650 und die Hälfte ungefähr, die ist schon sozusagen vom wahren Kibbutz-Glauben abgefallen und hat sich schon anders organisiert. Also man glaubt, wie das halt geht, über Kibbutz könnten wir auch reden, länger. Das hat mich beeindruckt und was dann, und deshalb war ich so dankbar für diese eigentlich ganz einfache Rundreise durch Israel. Die nächste Station war eine Weinproduktionsstätte. Man kann gar nicht sagen, ein Weinbauer oder so, sondern es war einfach eine Industrie. In Golan. In Golan, ja. Und dieser Unterschied zwischen so einem sozialistischen Kibbutz und einer hochindustrialisierten Weinproduktionsstätte, kapitalistischen, das habe ich wirklich faszinierend gefunden. Die haben angefangen vor einigen Jahrzehnten mit 30.000 Flaschen, sind es, glaube ich, 600 Winzer oder so, die sich dort verbündet haben, die produzieren jetzt 6 Millionen Flaschen Wein im Jahr. Ja? Und das sind riesige Tanks, also das sind Öltanks. Ich habe diesen Wechsel
Also was du in Israel erlebst, das kannst du anderen auch überleben, erleben, wenn du in die Oststeiermark fährst, siehst du einen kleinen Kreischler, der seine Hausen züchtet, und weiter gibt es dann eine Schweinezucht, die industrialisiert ist. Das gibt es natürlich dort auch. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann wir da in den, jetzt kommt mein Wunder. Nein, das ist kein Wunder, aber ich habe, der Anthony hat mich irgendwie herausgefordert beim Frühstück. Wir wollten sozusagen auf dem Berg, wo Jesus Christus seine Bergpredigt gehalten hat. Ja? Da bilden natürlich auch alle Touristen hin und wir natürlich auch. Ich auch. Der Anthony sagt, ja, wenn wir da oben sind, dann wirst du wohl eine Bergpredigt haben. So jemand wie ich lässt sich das natürlich nicht zweimal sagen. Und es war nämlich schwierig, weil dieser jüdische Fremdenführer, der war immer ein Wort. Der hat mir nicht so gut gefallen, das habe ich dir noch nie gesagt, weil der immer der ein bisschen zynisch gewirkt auf mich. Ja. Also er hat so seine eigenen Kommentare. Aber wie wir da raufgefahren sind auf diesem Berg, wo Christus angeblich seine Bergpredigt gehalten hat, hat er vielleicht das Schönste mehr vorgelesen, die Bergpredigt. Ja. Hätte ich auch jetzt machen können, wäre vielleicht auch rühren. Aber also was alles tröstet, ja. Das habe ich ganz schön gefunden. Und oben habe dann ich eine Predigt gehalten, die dann einer und mehrere dazu bewogen hat, mich zu umarmen und mich Bruder zu nennen. Das ist vielleicht das Wunder von See Genezareth. Das ist mir mein ganzen Leben noch nie passiert. Ja. Vielleicht passiert es jetzt, wenn ich da mit dem Vortrag da fertig bin. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, glaube ich, oder meinen Vorstellungen zu erzählen, was ich auch jetzt mache. Wie wird ein österreichisches, katholisch erzogenes Kind zu einem vernünftigen Menschen? Und wie lässt sich denn das verbinden mit dem, was eine Glaubensgeschichte ist? Ja, also die meisten Menschen glauben ja, dass Glaube ist was Irrationales und Vernunft ist ein etwas Rationales. Und ich habe in dieser Geschichte erzählt, dass eben dieser Flavius Josephus mir gezeigt hat, dass es auch rational verständliche Geschichte ist, was damals passiert ist, und nicht nur Wundergeschichte. Und vielleicht auch eine lustige Geschichte. Gut, oben am Berg habe ich also meinen Beitrag geliefert für diese Reise. Wir sind dann runtergefahren und da ist ein Schiff über am See Genezareth gestanden. Da sind wir dann eingestiegen. Dann ist zu meiner Überraschung die israelische und die österreichische Nationalhymne abgespielt worden. Ich weiß nicht warum, was das mit dem See Genezareth zu tun hat. Aber auf jeden Fall bin ich dann eingeschlafen. Wie Jesus Christus auch. Aber ich wurde nicht durch einen Sturm geweckt, sondern durch eine Mitreisende. Die ist ein bisschen beunruhigt, warum ich da jetzt eingeschlafen bin. Na, das irgendwie so, alles was du machst, wird natürlich in Bezug gesetzt. Diese Geschichte, dass Jesus dort eingeschlafen ist, und obwohl schon hohe Wellen gewesen ist, die kennt wahrscheinlich auch jeder oder jeder, der auf jeden Fall regelmäßig in die Kirche geht. Dann sind wir weitergefahren. Also See Genezareth war sehr, sehr schön. Ich habe einfach das Glück gehabt, ich bin in Österreich. Ja. Der See ist sehr schön und die umliegenden Berge oder Hügel, die sind auch sehr schön. Und man muss wirklich sagen, das ist vielleicht auch wichtig, die haben von einer Wüste wirklich ein Paradies gemacht, mit Früchten, und es ist einfach ein grünes Land geworden. Ich habe das zum Beispiel, der Fremdenführer hat immer so, das ist eben das Werk der Juden, ja, also die Araber, so habe ich das interpretiert, die bringen nichts zusammen, die treiben ihre Kamele da durch die Wüste, aber wir Juden, wir wissen, wie man so eine Wüste bewässert. Und das stimmt natürlich, aber im Grunde genommen hat natürlich nicht die Juden an das bewässert, sondern die haben einfach die Technologie, die haben das Geld, die haben zum Beispiel diese Weinproduktionsstätte, die haben die ganze Technologie von den Weinbauern in Kalifornien übernommen. Wenn die Araber das bekommen hätten sozusagen oder unterstützt man, hätten das vielleicht auch zusammengebracht. Also mir ist das auch bewusst geworden, wie schnell man einen Erfolg für sich oder spezifisch für ein Volk reklamiert. Das ist mir aufgefallen, dass er immer gehabt hat, das haben alles wir gemacht, ja, so wie wir halt glauben, wir kennen uns, und die armen Schwarzafrikaner, die bringen nichts zusammen. Ja. Warum die nicht so leben wie wir, das hat eine lange Geschichte, und das habe
eben durch diesen Unterschied, ja, die Araber, die teilweise noch immer wie Nomaden leben, dann die im Kibbutz und dann diese hochtechnologisierte Weinproduktionsstätte. Und das alles innerhalb von einem Tag, das hat mich zumindest sehr, sehr beeindruckt. Dann haben wir noch ein paar Städten besucht und wo sind wir noch? Kafarnaum sind wir gewesen und da haben wir noch so ein... Ja, da kann ich mich jetzt nicht genau erinnern. Wir haben auch so ein römisches Theater besucht. Da hat noch einer eine schöne Arie gesungen. Und es ist wirklich so, da steht das ja dann bis zum letzten Rang. Das war Caesarea. Ah, das war Caesarea, ja. Na, ich muss sagen, also für mich der letzte Tag, und das merkt man jetzt auch in meinen Erinnerungen, der war für mich ein bisschen zu viel. Also für mich war See Genezareth der Höhepunkt, das Ende. Aber ich möchte noch was erzählen zum Schluss, weil das auch dieses Verhältnis zwischen den Deutschsprechenden und den Hebräischsprechenden kennzeichnet. Ich habe nicht nur mit dem Moshe Zuckermann geredet über die politischen Verhältnisse, sondern ich wollte auch, ich habe, das ist meine Biografie, ich habe Deutsch studiert und ich habe von Martin Luther gehört, der hat ein Büchlein geschrieben, das heißt die Vorreden zur Bibel. Und meiner Meinung nach sagt er da ganz offen, ich habe das ganze Buch eigentlich nicht verstanden. Also der Hauptübersetzer aus dem Hebräischen erklärt in seinen Vorreden zur Bibel, das habe ich damals gelesen, wie ich studiert habe in Amsterdam, der erklärt, er hat das eigentlich alles nicht richtig verstanden. Das hat mich schon irgendwie erschüttert in meinem Glauben. Jedes Mal, wenn ich etwas nicht verstehe in der Bibel, dann denke ich mir, der Übersetzer hat das auch nicht verstanden. Wieso soll ich das verstehen? Und das hat natürlich eine bestimmte Haltung auch zu diesen heiligen Büchern. Und deshalb bin ich auch dorthin gefahren, weil ich wollte eben mit ein paar Hebräisten und einem Professor von der Universität in Tel Aviv habe ich dort kennengelernt und einem Wissenschaftshistoriker. Und die haben schon mich verstanden, aber erstens war das Gespräch Englisch und es war ein bisschen schwierig. Aber damit möchte ich vielleicht dann jetzt enden. Ich habe am letzten Tag, dann sind die einkaufen gegangen und haben sich Tel Aviv noch einmal angeschaut und ich bin auf der Universität in Tel Aviv gewesen und habe mit dem Wissenschaftshistoriker geredet und habe ihm halt erzählt, was ich denke über Religion und warum. Und er hat sich sehr gut ausgekannt und hat dann behauptet, und das glaube ich auch, dass das stimmt, zum Beispiel die Genesis, das ist ja alles abgeschrieben von den Babyloniern und so, also er hat sich sehr gut ausgekannt, viel besser wie ich. Und wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden. Ich höre bald auf, ja. Ob das irgendeine Storygeschichte einfällt. Ich bin bald fertig. Der Professor, der hat eben... Also wir haben Englisch geredet und wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden. Ja? Auch in meinem Zweifel, ob das richtig übersetzt ist. Und am Schluss habe ich, das haben wir über den Einstein geredet, und ich habe behauptet, dass der Einstein deshalb so gedacht hat, weil er im deutschen Sprachraum aktiv war und weil er dort Professor war und so. Also dass das Denken, wie er denkt, und dass das sozusagen eingebunden ist in eine deutsche Philosophie oder deutsche Wissenschaftsauffassung. Und es ist sicher kein... falsche Meldung, wenn ich sage, die Deutschen waren ja vor dem Untergang durch die Nazis ja eigentlich die federführende Wissenschaftsnation. Und das hat ihn dann so empört, dass ich behauptet habe, dass der Einstein sozusagen irgendetwas dieser deutschen Sprache zu verdanken hat, dass er aufgestanden ist und gegangen ist und grußlos sich entfernt hat. Ich war irgendwie völlig überrascht, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Und das Letzte, was er gesagt hat, ist, das Denken ist sprachunabhängig, was ich bezweifle, und sonst wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Aber da habe ich einfach gemerkt, ein falsches Wort, wenn das ein falsches Wort ist, und die Freundschaft, also wir haben ganz freundschaftlich geredet miteinander, ein falsches Wort und die alte Geschichte oder der alte legt wieder auf. Und dann sind wir
ins Flugzeug gestiegen, sind dann noch einmal auf Herz und Nieren und auf Waffen geprüft worden und gelandet und dann hierher gefahren und jetzt sitze ich hier. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Wir haben uns so gedacht, Thomas, objektiver Moderator, er kann das Licht einschalten. So, guten Morgen. Ich glaube, es war eine interessante Stunde, eine erste Stunde. Und ja, ich darf den Anthony Scholz bei uns begrüßen, Mitglied der Israelitischen Kultusgemeinde und der Organisator der Reise, der also sicherlich einiges an dem vielleicht korrigieren kann, was der Christian so erzählt hat, wenn es um Fakten geht, aber natürlich auch über das Bild, das sich, oder wie sich Israel darstellt, wie das Land wirklich ist. Ja. Auch unter dem Gesichtspunkt in all seiner Komplexität. Ja. Und den Siegerl, und dass der in Argentinien das Licht der Welt erblickte und dann 12 Jahre in Israel gelebt hat und jetzt in Graz neben seinem Studium sozusagen eine alternative Schule hochgezogen hat und dort weiter. Ja, ich würde mal so ein bisschen reflektierend bitten, entnehmen, wie hast du das erlebt? Das, was uns der Christian jetzt in dieser Stunde geschildert Stimmt hat. Stimmt das alles, was ich gesagt Stimmt habe? Stimmt das alles? Oder hat da manches geflunkert? Nein, also erstens einmal danke für die Einladung und dass das so viele Grazerinnen und Grazer interessiert, das Thema. Ich war schon in Israel von Christian und auch schon vorher von ihm beeindruckt. Und mir persönlich aus seiner Sicht diese Reise und seine Eindrücke berichtet und auch die zweite Bergpredigt, die stattgefunden hat in Kinneret. Das hat ihn zum Christentum gekriegt. Das noch nicht, nein. War wirklich beeindruckend, weil es ist so von innen herausgekommen und es war einfach für alle, die da mitgereist waren, das war ein sehr schöner Tag, war es wiederholend beeindruckend. Ich habe natürlich Christenes geprägt vom katholischen oder protestantischen Glauben oder von beiden. Ich nicht, ich war der einzige Jude dort bei dieser Reise. Mein Bezug zu Israel ist der, ich hatte meine Großeltern, die sie gestorben sind in Israel. Sie hatten das Glück, also noch rechtzeitig aus Wien herauszukommen. Ich war mit 5 Jahren das erste Mal in Israel und dann immer wieder seitdem, habe Familie dort und sehe also die Probleme natürlich anders. Ist klar. Zu Jerusalem, gebe ich dem Christian recht, ist für mich also die schönste Stadt, beeindruckend. Weniger die Via Dolorosa, weniger die Grabeskirche, weil für Juden gibt es einen Joshua Ben Josef aus Nazareth, der ein abtrünniger Jude war, aber das war es schon. Also kein Messias, kein Jesus Christus, da ist der Zugang ein ganz anderer und natürlich auch zu den christlichen Städten. Obwohl ich beeindruckt bin, genauso meine Frau, die da sitzt, wie diese Gläubigkeit in der Stadt ausstrahlt und auch so entgegengenommen wird. Zu den Problemen Israels, Christian hat das ja schon angedeutet, da könnte man natürlich viele, viele Abende und Tage sprechen. Es gibt eine äußere Bedrohung Israels, es gibt eine innere Bedrohung Israels. Die äußere ist bekannt, das ist Iran, das ist die Hamas. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Staat auf der Welt, der von einem anderen Staat oder von einer Bevölkerungsgruppe radikal abgelehnt wird.
Das wäre so, wie wenn die Slowenen sagen, also Österreich muss vom Erdboden verschwinden und der Österreicher ins Meer gejagt. Die Bedrohung vom Iran ist auch klar. Das Dritte ist außerdem die gesamte Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten, sogenannte arabische Frühling, Stichwort, kein Mensch weiß, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Also demokratische Verhältnisse werden noch dauern, wobei man sagen muss, dass Israel noch immer der einzige demokratisch legitimierte Staat im Nahen Osten ist. Bei allen Problemen. Also ich bin weder der israelische Außenminister noch sonst was, aber das muss man schon sagen. Die innere Bedrohung ist natürlich durch die Orthodoxie, in unseren Zeitungen war das ja bekannt, und es wird auch heftig diskutiert in Israel, diese frauenfeindliche Haltung, sehr religiöse Haltung, gerade im Raum Jerusalem und Bet-Shemesh und so weiter, gibt zu bedenken, aber auch die sozialen Unruhen. Es gibt eine Occupy-Bewegung in Israel, das ist auch durch unsere Medien gegangen. Die Preise gehen in die Höhe, die Mieten gehen in die Höhe und die Jugend kann sich das eigentlich nicht mehr leisten. Zur Bedrohung möchte ich nur sagen, das ist wirklich in unseren Medien sehr oft falsch dargestellt. Also ich habe mit einer Cousine unten gesprochen, die bereiten sich vor, es werden wieder Gasmasken ausgeteilt, es wird wieder genau gesagt, wie man die Türen abdichten soll bei Gasangriffen, wo die nächsten geschützten Räume sind. Es gibt auch, wie auch bekannt, in der Nähe von Gazastreifen israelische Städte wie Sderot, die werden noch immer täglich beschossen und müssen die Kinder binnen 30 Sekunden in einen geschützten Bereich kommen. Welche Lösungen gibt es? Du hast es schon angedeutet. Das Ministerpräsident. Gut, okay. Ein- oder Zwei-Staaten-Lösung, ja, lässt sich auch lange darüber diskutieren. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wirklich auf beiden Seiten wenig friedenswillige Politiker sitzen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Wobei es aber schon sehr nahe war an Friedensverhandlungen, Osloer Abkommen, Barak etc. Ich glaube, es lag damals an den Palästinensern, dass es nicht zu einem langwierigen Friedensvertrag gekommen ist. Darf ich da gleich kurz nach einhaken? Nämlich friedenswillige Politiker. Was ist mit den Menschen? Wir haben ja jetzt ein ganz anderes Problem bei uns in Österreich sozusagen. Wir Menschen schauen uns einmal wieder bei den Politikern und denken uns, wo rennt es denn an? Ist das in Israel auch so? Denken sich die Menschen dort auch, warum können die das nicht lösen? Ja, vielleicht sollten da die beiden Israelis, da sitzt auch in Israel, ein Zagadato, hat in Graz studiert und ist zufälligerweise mit seiner Grazer Frau hier, können das besser beantworten. Die Angst ist riesig groß unter der Bevölkerung, das hat der Christian schon gesagt. Und es gibt natürlich verschiedene politische Meinungen. Sehr aggressiv Militante gegen die Araber, aber sehr liberale auch, um mit ihnen zum Frieden zu kommen. Eines möchte ich nur sagen, denn man spricht immer von der israelischen Siedlungspolitik. Es leben in Israel, ich weiß nicht wie viele, 100.000 Araber, es gibt also arabische Städte wie Nazareth, wie Tiberias, wie Jaffa. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, zu sagen, dass diese Araber, die oft oder meistens israelische Pässe haben, israelische Staatsbürger sind, dass die nach Palästina auswandern sollen. Ja? Oder dass die 1 Million arabische Juden, die aus den arabischen Ländern hinausgeschmissen wurden und jetzt in Israel leben, dass die wieder zurück sollen, von Marokko bis Iran. Also ich wollte sagen, unsere Medien bringen das Israel-Bild schon sehr für mich, also subjektiv sagen, sehr einseitig negativ dar. Ich glaube, die meisten Israelis sind für Frieden und auch für eine Zwei-Staaten-Lösung. Wie konkret das jetzt umgesetzt wird, welche Gebiete zurück
geben kann, ja, ist ein großer Diskussionspunkt, aber da sollten wahrscheinlich die beiden sprechen. Jerusalem ist eines der offenen